Gute und willkommen bei Barbecue Culture. Wir machen heute mal wieder eine leckere Geschichte. Wir machen heute scharfe Cordon Bleu Spieße vom Gasgrill. Was wir dazu alles brauchen, seht ihr natürlich wieder jetzt, also kommt mal mit. Und hier haben wir schon unsere Zutaten. Wir brauchen dafür auf jeden Fall mal einen schönen Schinken. Wir brauchen ein bisschen Käse. Da könnt ihr natürlich nehmen, was ihr wollt. Ich habe jetzt hier ganz normalen Gouda. Könnt ihr aber auch Bergkäse nehmen, wie ihr wollt. Dann haben wir hier drei Schnitzel. Die klopfen wir uns gleich noch ein bisschen breiter, dass wir noch ein bisschen mehr Fläche kriegen, die wir ein bisschen füllen können. Und das Ganze wandert hier auf die Spieße mit ein bisschen Bums. Wir haben hier noch ein paar Jalapenos kleingeschnittene. Die wandern aber nicht überall rein, weil meine Kids mögen es nicht ganz so scharf. Aber ich. Deswegen wandern die damit rein. Jetzt müssen wir die Schnitzel noch ein bisschen vorbereiten. Da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten, ein bisschen Gewalt anwenden. Wir klopfen die jetzt noch ein bisschen. Was wir vorher natürlich auch noch machen müssen, ist, wir müssen uns ein bisschen hier das kleiner schneiden, weil das ist mir ein bisschen zu grob, um das da drin schön zu verteilen später. Deswegen gehen wir jetzt hin und hacken uns jetzt einfach in kleinere Stücke runter. Könnt ihr dann machen, in welcher Größe ihr es gern hättet. Ich zeige euch gleich, wie meine aussehen sollen. So tut's das schon für mich eher, als dass diese groben Stücke da später drin liegen. Das frachte ich jetzt erst einmal da rein und dann geht's an die Schnitzel. So, jetzt haben wir hier unser erstes Schnitzel liegen. Ich wende jetzt ein bisschen Gewalt an, tue das Ganze ein bisschen klopfen. Wir wollen auf jeden Fall ein bisschen mehr Fläche gewinnen, sodass wir ein bisschen mehr füllen können. Wir machen jetzt erstmal das erste Schnitzel fertig. Dann hole ich euch wieder bei, den Krach erspare ich euch beim Hammern. So, unser erstes Schnitzel haben wir geklopft. Wir tun es jetzt noch ein bisschen salzen und pfeffern. Mehr machen wir heute gar nicht. Und pfeffern tun wir es auch natürlich. Und das Ganze nochmal von der anderen Seite. Die zweite Seite auch salzen und pfeffern. So, und jetzt geht's ans Füllen. Jetzt nehmen wir uns erstmal den Käse. Und seht ihr, wir haben schön Fläche gewonnen. Das passt jetzt richtig schön drauf. Jetzt kommt hier die erste Scheibe von unserem Schinken drauf. Wie gesagt, da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ich habe jetzt hier Serrano-Schinken. Und die ersten werden jetzt meine. Deswegen geben wir hier schon mal ein paar Jalapenos drauf. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich rollen. So, unser erstes ist fertig. Jetzt machen wir die anderen. So, hier haben wir jetzt unsere Rollen liegen. Jetzt wollen wir das auf den Spieß kriegen. Oder auf zwei Spieße. Einen links, einen rechts. Dann können wir die später besser drehen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die so legen, dass die hier auch den Lappen mitkriegen. Jetzt gibt es ein bisschen Gesteche. Müssen wir ein bisschen gucken. Am besten mittig, ne? Das funktioniert doch ganz gut. Und hier hinten kommen wir raus. Der erste Spieß ist drin. Und jetzt kommt Nummer 2. So, unsere zwei Spieße sind drin. Und so wandert das Ganze jetzt auf den Grill. So, unseren Grill haben wir vorgeheizt. Der hat jetzt hier ungefähr um die 200 Grad schon. Der soll noch ein bisschen höher gehen. Aber wir haben jetzt zwei Zonen. Wir haben jetzt einmal direkte Zone, indirekte Zone. Wir kriegen uns den Spieß jetzt erstmal hier auf der direkten Zone richtig an. Und dann wandert er auf die andere Seite. So, hier darf er jetzt erstmal von beiden Seiten schönen Röstaromen kriegen und dann legen wir in den indirekten Bereich, aber zeige ich euch, wann das ist. So, nach 3 Minuten Vollgas drehen wir unsere Spieße mal. Na, hier hinten, der will noch nicht so ganz. Käse hängt schon ein bisschen. So, drehen wir die mal. Ja, so soll das aussehen. Und jetzt die andere Seite. So, unsere Spieße haben jetzt jeweils 3 Minuten zweimal pro Seite bekommen. Also wir haben die jeweils gedreht. Jetzt sehen sie so aus. Jetzt packen wir sie in den indirekten Bereich und wollen dann ungefähr zu einer Kerntemperatur von ungefähr 60 Grad. Dass der Käse hier ausläuft, nicht so schlimm. So. Und jetzt lassen wir sie noch zu Ende ziehen.
So, wir haben das Ganze jetzt nochmal 5 Minuten ziehen lassen. Jetzt gucken wir mal, ob wir von der Kerntemperatur hinkommen. Dann nehmen wir uns mal das dickste Stück. Gehen wir in die Mitte. Wir wollen ungefähr 60, 62 Grad so rum haben. Ja, wir sind bei, ja, schon 63. Die holen wir jetzt runter und dann müssen wir gleich probieren. So, unsere Spieße durften jetzt einen Augenblick ruhen. Und jetzt kommt das, was ich an den Spießen so geil finde. Deswegen habe ich die auch unten mal verlinkt gehabt. Ich kann jetzt einfach hier diese Teile nehmen und schiebe jetzt einfach alles unten raus. Und fertig. Einmal runter. So, jetzt müssen wir natürlich noch mal eins anschneiden und probieren, oder? Also kommt mal rüber. So, und ich würde jetzt sagen, wir nehmen uns jetzt einfach mal das hier und machen einmal den berühmten Mittelschnitt. Und dann schauen wir mal da rein. Ja. Und das müssen wir jetzt probieren. So, dann schneiden wir es mal so an, dass wir auch mal ein Stück probieren können von dem Ganzen. So wie es aussieht, hat es ein bisschen viel den Käse rausgedrückt aus dem Ganzen. Also hier außen ist der meiste Käse, habe ich das Gefühl. Deswegen schneiden wir uns jetzt auch nochmal hier außen eine Scheibe ab, die wir dann probieren. Ah, hier ist auch mehr Käse drin. So, komm, wir halbieren uns das nochmal. Müssen ja nicht direkt gierig werden. So, und dann einmal rein in die hohle Birne. Das ist geil. Die Jalapenos kommen richtig gut da drin. Dann dieser Käse. Und mehr brauchst du auch gar nicht. Salz, Pfeffer. Ihr braucht kein Special Gewürz oder sowas. Das übertüncht wieder nur alles. Richtig geile, einfache, schnelle Geschichte. Wenn ihr vielleicht eine Idee habt, wie der Käse vielleicht besser drin bleibt, vielleicht hätte ich ihn mehr zentral erlegen sollen und nicht als ganze Fläche, dann wäre vielleicht nicht so viel rausgedrückt worden. Wenn ihr das mal nachgemacht habt, sagt mir doch mal, vielleicht habt ihr es besser hingekriegt. Habt ihr eine bessere Idee? Ab in die Kommentare damit. Sagt mir mal, wie ihr es besser machen würdet. Auf jeden Fall, ich finde es eine coole Geschichte. Wenn der Käse besser drin bleiben wäre, wäre es noch ein Tick besser, aber ist cool, macht Spaß. Ihr könnt es mit allem Möglichen füllen, haut mal rein, was ihr da wollt. Auf jeden Fall, geile Geschichte, macht's mal nach. Ich würde mich freuen über ein Abo, über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar. Lasst mal alles da, bringt mich ein bisschen weiter. Ihr verpasst so Rezepte nicht mehr. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Rezept. Euer Markus von Barbecue Culture. Und tschüss.